Lieber Matthias, ich wünsche dir, dass du wieder eine Aufgabe findest nach Neos, die dir so viel Freude macht und die du mit so viel Passion verfolgst. Es ist für ein Razzelli, oder? Das ist für ein Razzelli, ja. Okay, dann machen wir was anderes. Na, Matthias! Matthias, wir zielen auf die Sterne und wir landen am Mond. Landebahn in der Zukunft. Na, Matthias! Matthias! Der Matthias! Das ist ja mein großes Kind unter vielen kleinen Kindern. Lieber Matthias, ich wünsche, dass du wieder eine Aufgabe findest mit einer anderen absurden Farbe. Matthias, ich wünsche dir dein nächstes großes Projekt und dass du deine Energie darauf konzentrieren kannst. Und dass er viel Zeit mit den Menschen hat, die um ihn sind, die er in seinem Herzen trägt. Ich wünsche ihm alles Glück und alle Zufriedenheit dieser Welt. Ich wünsche dem Matthias auf jeden Fall vor allem einmal viel Ruhe und Zeit und ein Einhorn. Ich wünsche dem Matthias, dass er immer etwas hat, für das er brennt. Er strahlt dadurch. Ich wünsche ihm, dass er so bleibt. Ich wünsche dir den einen Baum finden wirst, den du mal umarmen wirst. Und wenn es ein Kastanienbaum ist mit einer besonders prallen Kastanie, dann ist, glaube ich, das Beste, was dir passieren kann. Umarme nicht Bäume, sagel sie um. Lebe endlich einmal die Freiheit. Lern endlich einmal kochen. Ich wünsche dir, lieber Matthias, dass du auch in Zukunft keine toten Pferde reiten musst, weil du weißt, nur tote Pferde sind tote Pferde. Na, Matthias! Matthias! Mit dem kann man sich das echt vorstellen. Landebahn in der Zukunft? Na eben! Na, Matthias! Matthias! Der Matthias! Das ist ja mein großes Kind unter vielen kleinen Kindern. Na, Matthias! Matthias! Wir zielen auf die Sterne und wir landen am Mond. Na, Matthias! Matthias! Der Matthias! Er ist ja mein großes Kind unter vielen kleinen Kindern. Er ist ein Umsetzer. Er ist der mutigste von allen. Er ist persönlich ins Risiko gegangen. Ruhe kennt er nicht. Kopf ist immer ein stetiges Feuerwerk von Ideen. Dieses Energiebündel, das er einfach ist und die Sympathie, die er damit ausstrahlt. Mitreißend, motivierend, sehr optimistisch, positiv. Der Matthias ist höchst elegant. Er ist Vorarlberger. Der Matthias ist natürlich ein toller Reiter. Und was der Matthias auch sehr gut kann, ist absurde Bilder zeichnen. Große Bilder. Sehr, sehr kreativ. Er ist einfach authentisch. Er ist so, wie er sich fühlt, wie er sich gibt. Instagram-Profi ist er keiner, aber er ist sicher einer, der immer versucht, lustig zu sein. Ich war betrunken, du warst betrunken. Nee, er ist nicht trinkfest, wenn er tut, dass jemanden auszeichnet. Der Matthias ist immer super beschäftigt. Das heißt, ich habe ihn gar nicht so oft gesehen. Ich sehe ihn meistens im Fernsehen. Er hat eine gute Sprache. Das hebt ihn von allen anderen Politikern ab. Die Sympathie, die er damit ausstrahlt. Lebendigkeit, Leidenschaft und Optimismus. Er ist... Er ist einfach leicht crazy. Na, Matthias! Matthias! Mit dem kann man sich das echt vorstellen. Landebahn in der Zukunft. Na eben. Der Matthias. Matthias. Der Matthias. Er ist ja mein großes Kind unter vielen kleinen Kindern. Der Matthias. Matthias. Wir zielen auf die Sterne und wir landen am Mond. Alter. Der Matthias. Matthias. Der Matthias. Er ist ja mein großes Kind unter vielen kleinen Kindern. Für mich ist es ein großes Glück, dass ich ihn kennengelernt habe.